Heute treffen wir Margrit Vogt in Balzers im Liechtenstein. Sie hat hobbymässig angefangen, ihre eigene Pasta herzustellen. Heute ist sie Geschäftsführerin von der Nudelmanufaktur Pasta Fiorelli. Ich habe einmal als Hobby angefangen, Nudeln zu machen. Mittlerweile mache ich es doch einen grossen Teil von meiner Freizeit und ist ein richtiges Geschäft und auch eine richtige Firma geworden daraus. Mit wie vielen Sorten hast du angefangen und wie viel gibt es heute? Ich habe ungefähr mit 5-6 Formen angefangen von Teigwaren und heute gibt es über 30 Sorten. Und da gäbe es noch viel mehr, also da könnte man endlos noch neue Sorten dazu nehmen. Die Firma habe ich dann gegründet, wo ich auf Bio-Knospen umgestellt habe. Und das war ein ganz guter Entscheid für mich.